Wir wollen uns heute mal die verschiedenen Blöcke, die neuen Blöcke und die alten Blöcke im WordPress-Beitragseditor zusammen ansehen. Und damit hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Die WordPress-Entwickler, die haben ja gefühlt die letzten 3 bis 5 Jahre nichts anderes gemacht, als neue Blöcke zu entwickeln. Ich zeige euch das mal, wenn ihr auf Beiträge klickt und dann auf Beitrag erstellen. Ja, dann könnt ihr hier einen neuen Beitrag schreiben, so wie man das kennt. Und dieser ganze Editor, der wurde ja überarbeitet, während man früher hier ein Feld hatte, in dem man verschiedene Texte, Medien, Einbettungen und so weiter miteinander kombiniert hat, gibt es jetzt Blöcke. Das seht ihr gleich, was das ist. Das Endergebnis ist immer noch gleich. Wir haben eine Webseite, die aus Text, Medien und Einbettungen und Videos und so weiter zum Beispiel besteht. Aber wir haben eben nicht mehr diesen einen Block, in dem wir alles in HTML irgendwie kodieren müssen und sonst wie, sondern wir haben verschiedene Blöcke, in denen wir das alles gezielt machen können. Wir klicken ja einfach mal auf Plus. Alternativ können wir eben diesen Schrägstrich hier verwenden. Wir klicken aber mal auf Plus, weil wir alle Blöcke sehen wollen. Dann kriegen wir hier die 6 wichtigsten Blöcke angezeigt und dann klicken wir auf alle durchsuchen und hier bekommen wir dann sämtliche Blöcke angezeigt, die es so gibt. Und die Blöcke wollen wir uns anschauen. Wir wollen uns aber auch anschauen, was sich hier noch so verbirgt. Im Bereich Medien finden wir unsere eigenen Bilder aus der eigenen Mediathek und im Bereich Open Verse können wir uns verschiedene Bilder zusammensuchen. Wir können hier mal eins einfügen, testweise. Das sollten eigentlich Dateien sein, die man im Internet verwenden darf. Also die stehen unter irgendeiner Lizenz. Die wird hier praktischerweise unter dem Medium gleich eingeblendet. So können wir also unsere Beiträge mit Bildern aus dem Internet verschönern oder eben aus der eigenen Mediathek. Dann gibt es Vorlagen, eine Reihe von ausgewählten Vorlagen mit einer höheren Qualität. Können wir uns ja auch mal ansehen. Hervorgehoben. Ich suche mir hier mal den Wald raus als Vorlage. Genau, das ist dann die Vorlage für den Beitrag, den wir jetzt hier bearbeiten können. Hier können wir ein Bild hinzufügen. Hier ist die Überschrift. Also das ist im Prinzip das, was wir mit den Blöcken selber machen können. Schon so als Vorlage, irgendwie so, dass wir nur noch ausfüllen müssen. Versteht ihr? Ich hoffe, das war verständlich. Ich klicke nochmal wieder auf alle Blöcke. Da gibt es noch mehr Vorlagen, zum Beispiel Beiträge. Hier können wir die eigenen Beiträge in Listen, Rastern oder anderen Layouts anzeigen lassen. Also das wäre interessant für so eine Startseite zum Beispiel. Dann gibt es Texte, Vorlagen, die hauptsächlich Text enthalten. Also das sind alles Vorlagen für Beiträge hier letztendlich. Galerievorlagen, wenn ihr eure eigenen Bilder präsentieren wollt, dann gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Handlungsaufforderung, come in, enjoy. Hier noch was Kompliziertes. Können wir auch alles per Drag and Drop natürlich hier hinziehen. Get Tickets for my show, support mir und Patreon, das sind alles Links, die wir hier hinterlegen können. Watch my latest videos. Hier unten dann noch Social Media verlinkt. Auch das ist eine Vorlage. Also ihr habt hier jede Menge Vorlagen. Banner, Header, wenn wir die Webseite von Grund auf selber bauen wollen, sozusagen. Das geht, glaube ich, zum Beispiel mit dem neuen WordPress-Theme, was hier automatisch mitgeliefert wird. Noch mehr Vorlagen. Also das hier ist im Grunde das, was schon da ist auf meiner Webseite, nämlich hier oben. Ein Header und den können wir auch selber erstellen, aber halt nicht mit diesem Theme. Das ist wieder ein anderes Theme. Das ist im Prinzip fertig. Da bastel ich nicht mit Blöcken dran rum. Das ist mir viel zu aufwendig, aber theoretisch geht das. Und drum haben die Entwickler das hier ja alles so aufwendig entwickelt. Ich weiß nicht, ob es die Mühe wert war. Was haltet ihr eigentlich davon, dass es jetzt Blöcke gibt? Ich habe gelesen in den Medien, bis zu 50% der WordPress-Nutzer oder 47%, wenn mich nicht alles täuscht, die nutzen eben nicht den neuen Blog-Editor, sondern die nutzen immer noch den alten Editor. Dann gibt es hier Footer. Ich spare mir das jetzt, den reinzuziehen. Einen Footer habe ich nämlich auch schon auf meiner Webseite, aber den könnte ich hier auch selber basteln mit dieser Vorlage. Und hier gibt es noch Testimonials. Ich kenne den Begriff gar nicht. Teile Rezensionen und Feedback über deine Marke, dein Unternehmen. Okay, können wir uns auch mal ansehen. Theoretisch Blog-Wiederherstellung versuchen. Nö.
Keine Ahnung, wir machen einfach mal weiter. Also das hier ist ein sogenanntes Testimonial. Das sind die Vorlagen. Und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Blöcken. Da gibt es Textblöcke, Absatz, Überschrift, Liste. Ich kann euch das alles zeigen, wenn ihr wollt. Aber ihr könnt es euch vielleicht auch vorstellen. Absatz. Hier kann ich jetzt beliebigen Text hinschreiben. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Block. Also wir können hier Überschriften einfügen, wir können hier Listen einfügen, so wie hier auch rechts neben meinem Mauszeiger dargestellt. Wir können Zitate einfügen. Wir können den klassischen WordPress-Editor verwenden, immer noch, wenn wir das möchten. Möchten wir in dem Fall nicht. Und das ebenfalls in einem eigenen Block sozusagen. Dann gibt es Code-Schnipsel, die wir anzeigen können. Das ist für Programmierer interessant, die da irgendwelche Programmierwebseiten betreiben. Details vorformatiert. Füge Text hinzu, der deine Abstände und Tabulatoren respektiert und ebenfalls Styling erlaubt. Pull Quote. Hebe ein Zitat aus deinem Text optisch besonders hervor. Dann können wir auch Tabellen einfügen. Verse, Poesie mit speziellen Abstandsformaten oder auch Liedtexte können hier zitiert werden. Wir können Fußnoten einbinden. Ihr kennt das aus Romanen, irgendwelche Zahlen, die im Text stehen, die man dann unten nachsehen muss. Und das sind alle Blöcke gewesen, alle 12 Blöcke. Hier gibt es 7 Blöcke im Bereich Medien. Wir können Bilder hinzufügen, um eine visuelle Aussage zu treffen. Wir können ganze Galerien hinzufügen. Wir können Audiodateien einbetten. Das sieht dann so aus. Können dann einfach aus dem Beitrag heraus abgespielt werden. Kann ich auch mal machen. Also dazu müssten wir jetzt erst eine Audiodatei hochladen. Eine aus der Mediathek auswählen oder eine per Link hinzufügen. Aber ihr seht, das funktioniert und ihr kriegt sogar noch eine Hilfe, wie das funktioniert. Dann gibt es Cover. Füge ein Bild oder Video mit einem Text-Overlay hinzu. Das Beispiel seht ihr wieder neben der Liste und dann können wir auch Dateien zum Herunterladen hinzufügen. Medien und Text. Setze Medien und Wörter für ein vielfältigeres Layout nebeneinander. Wir können Videos aus der eigenen Mediathek einbetten oder auch neue hochladen. Und dann gibt es den Bereich Design. Buttons, Besucher mit einer Gruppe von Buttonlinks zum Handeln auffordern, Spalten, mehrspaltig die Inhalte darstellen, Gruppen, Blöcke in einem Container sammeln, Zeile, Blöcke horizontal ausrichten, Stapel, Blöcke vertikal ausrichten. Mehr Inhalte vor diesem Block werden im Textauszug auf der Archivseite angezeigt. Seitenumbruch, trenne deinen Inhalt und präsentiere ihn auf mehreren Seiten. Trenner, trenne deine Ideen oder Abschnitte mit einem horizontalen Trennelement und Abstandshalter. Weißraum zwischen den Blöcken hinzufügen und dessen Höhe anpassen. Der Bereich Design. So, dann habt ihr ja die Möglichkeit, wie ihr wahrscheinlich wisst, unter Design und Widgets habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Widgets eben hinzuzufügen. So sieht mein Seitenleisten-Widget-Bereich aus. Hier mit den Links ganz oben, dann kommen verschiedene letzte Beiträge, Kategorien, Bildergalerie etc. Das hier ist der Linkbereich. Auf der Webseite sieht das so aus. Ganz rechts eben die Links, dann die letzten Beiträge, die Kategorien und die Links. Genau, und diese Widgets, die können wir auch in neuen Beiträgen hinzufügen. So können wir also beispielsweise ein Archiv hinzufügen, wie ihr das auch auf meiner Webseite findet, wenn auch in anderer Form. Wir könnten einen Kalender hinzufügen mit den Beiträgen der Webseite, auch vielleicht eine interessante Option. Dann gibt es eben die Kategorienliste. Nee, ein Archiv habe ich nicht. Entschuldigung, ich habe das verwechselt. Ich habe eine Kategorienliste. Das macht in meinem Fall mehr Sinn. Wir könnten aber auch beides einbauen, wobei Google das immer nicht so toll findet mit den doppelten Links und so. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Wir können individuelles HTML eingeben als Block dann auch sozusagen. Also das habe ich auch gemacht hier oben. Das ist individuelles HTML. Das sind einfach verschiedene Links. Dann können wir die neuesten Kommentare anzeigen lassen, die neuesten Beiträge anzeigen lassen, so wie das auch auf meiner Seite zu sehen ist. Es gibt eine Seitenliste, gibt es bei mir auch in Form eines Menüs. Es gibt einen RSS-Feed, den man bereitstellen kann. Ach nee, den kann man anzeigen aus beliebigen Quellen. Dann gibt es eine Suchfunktion, Shortcode.
Das sind meist individuelle Elemente eines Plugins, die dann in Beiträge eingefügt werden können. Social Icons. Es gibt eine Schlagwörterwolke, die wir hier einbauen können. Kann ich spaßhalber auch mal machen. Und last but not least nisten sich da auch noch verschiedene Plugins ein, wie zum Beispiel das Kontaktformular, das ich installiert habe. Contact Form 7. Das könnten wir hier auch noch rüberziehen. Und das war der Bereich Widgets. Also wir können jedes Widget aus der Seitenleiste eben auch in jedem Beitrag verwenden. Das ist der Witz an der ganzen Sache. Und dann kommen wir zu den Theme-Blöcken. Da gibt es die Navigation. Sowas habe ich schon, deswegen brauche ich das alles nicht und schon gar nicht im Beitrag. Aber das zeige ich euch jetzt auch noch bei der Gelegenheit. Ihr könnt das Website-Logo in einem Beitrag anzeigen lassen, genauso wie den Website-Titel und den Website-Untertitel. Ihr könnt einen Abfrage-Loop machen, ein erweiterter Block, der das Anzeigen von Inhaltstypen anhand verschiedener Abfrageparameter und visueller Konfigurationen erlaubt. Liste der Beiträge, eine Liste der neuesten Beiträge anzeigen, mit Ausnahme der oben gehaltenen Beiträge. Können wir uns also auch alles in einen Beitrag basteln? Wir können den Avatar des Benutzers hinzufügen, einen Titel, Textauszug, Name des Beitragsautors, Beitragsautor, Beitragsbild, Beitragsdatum, Änderungsdatum, Kategorien. Und dann gibt es hier noch Schlagwörter, nächster Beitrag, vorheriger Beitrag, also so die Pfeile, die man kennt. Dann können wir, ja, das ist so eine Mehrfunktion, zeigt den Link eines Beitrags einer Seite oder eines anderen Inhaltstyps an, für den Fall, dass da nur ein kurzer Vorschautext angezeigt wurde. Kommentare, Beitragskommentare, Formular, an, abmelden, Begriffsbeschreibung, Archivtitel, Titel der Suchergebnisse, Beitragsautor, Biografie. Also dieser ganze Bereich hier an Blöcken ist eigentlich nur dazu da, das Theme zu designen, also das Ganze drumherum, Header, Footer und so weiter und so fort. Also wer sich da verkünsteln möchte, nur zu. Ich habe das bisher noch nicht gemacht. Ich habe mich da noch nicht rangewagt. Wie gesagt, mir war das bisher zu viel Arbeit. Ich verwende ein relativ praktisches, vorgefertigtes Theme. Und dann möchte ich euch zu guter Letzt noch die Einbettungen zeigen. Wir können hier Dinge einbetten. Füge einen Block hinzu, der Inhalte von anderen Websites wie Twitter oder YouTube anzeigt. Das sieht dann so aus. Link zum Einbetten hier eingeben. Wir können aber auch gezielt für Twitter und YouTube die Blöcke nehmen. Twitter, YouTube, WordPress. Wir können WordPress-Beiträge einbetten, Soundcloud-Inhalte, also Songs, um genau zu sein. Wir können sogar Spotify einbetten, Flickr, Vimeo, Animoto, CloudUp, CrowdSignal. Ich kenne die meisten Funktionen hier gar nicht, aber der ein oder andere wird vielleicht das ein oder andere davon verwenden. TikTok ist mir sogar noch ein Begriff. VideoPress, WordPress TV, Amazon Kindle, Pinterest, Wolfram. Also von diesen Webseiten können wir sozusagen Inhalte hier auf unserer Webseite in unserem eigenen Beitrag einbetten. Und damit sind wir durch. Damit haben wir uns alle Blöcke mal kurz angesehen. Wie gesagt, hinterlasst mir gerne mal einen Kommentar zu dem ganzen Thema Blöcke und wie sich das entwickelt hat und WordPress in den letzten Jahren. Das würde mich mal interessieren. Und ansonsten gerne auch dieses Video liken, mir folgen, Glocke drücken nicht vergessen und so weiter. Das volle Programm. Da bin ich euch sehr dankbar für. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns demnächst hoffentlich in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Macht's gut und tschüss.